The trident. The bow and arrow. The axe. The great battle in which Ganesh lost his tusk. We find these symbols. We find the tusk. That's supposed to happen? Dunno. Welcome to downtown Halabadoo. Last known resting place of the Tusk of Ganesh. I don't like it. You don't like anything. Oh, thank you. I'm slipping. You know that treasure hunting is not at the risk of us, right? Neither is being a mercenary. You two. Partners. And hello, gorgeous. Well, history with the Saab made you the obvious choice. You lie to my face. Cards on the table. I need your help. And if you want the tusk, you need mine. It's a limpet, can't change his spots. You know nothing about me. Another casualty of war. Don't! Howdy, folks. Welcome to the Pleasure Gaming Canal from Don Rico Fierfiersk. Ich schaue mich nur kurz um. Gut, bis dann. Thank you.
immer noch das Geräusch. Ist da noch eine Fontäne? Ah, und zurück zum Anfang. Und das war Nummer 11. Ja. Kommst du? Ja, bin dabei. Ein wirklich schöner Preis ist das. Das wird einiges einbringen, falls ich es nicht behalte. Und jetzt? Schauen wir. Ich habe hier auch was für dich. Sie haben den Rubin der Königin gefunden. Hey, schau mal da. Graue Langur. Hä? Das sind graue Langur. Du bist süß. Oh, jetzt wirst du rot.
dann lass uns jetzt durch das große Tor gehen. Alles klar? Hey, keine Anhalter! Oh, wie langweilig. Sollen wir uns die Sitze vollkacken? Sieht gut aus. Riecht gut. Dann los. Nichts wie raus hier. Fraser, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig. Schieß los. Du und Nathan Drake. Alles rein professionell? Meistens. Oh Gott. Wie? Wie? Hey, komm mal lieber von deinem hohen Ross runter. Asaf? Und der andere, dieser Fondarsch? Ich hatte keine Wahl. Das war ein Mittel zum Zweck. Aber Drake? Er war gar nicht so schlecht. Ich meine, oh, dieser Klugscheißer. Oh, er kann echt wahnsinnig nerven, aber er ist auch ganz charmant. Es fühlte sich gut an, solange es hielt. Das ist es, was zählt, denke ich. Aber sag mal, habt ihr euch mit dem Reden abgewechselt oder einfach durcheinander gequatscht? Psch. Ich schaue mich nur kurz um. Viel Erfolg. Danke für deine Nachsicht. Sollen wir uns umsehen? Verstanden. Wollen wir tanzen? Versuch es diesmal nicht kaputt zu machen. Frechheit. Was zum Teufel? Nicht gerechnet. Bereit? Ja, ich genieße nur den Augenblick. Ja, ein Ringchen hier. Willkommen im Stadtkern von Halebid. Dem letzten bekannten Ruheort von Ganeshas Stoßzahn. Spektakulär. Was? Sieht es nicht aus, als wäre da ein Damm oder so zwischen den beiden Ganesha-Statuen?
Vielleicht vom Wasserfall weggespült. Und wie kommen wir dann rein? Moment. Ja, sieh dir die Krone an. Das war keine Erosion. Du hast recht. Vielleicht war das ein Wachturm? Bestimmt kamen so die Perser rein. Ich habe von diesem Ort schon so lange gehört. Und jetzt sehe ich ihn mit eigenen Augen. Mach doch ein Foto. Und schick es deinem Dad. Tolle Idee. Was? Sag bloß, du kannst keinen Computer bedienen. Dann mach ein Foto und zeig's ihm persönlich. Nein, es ist nur ein paar Jahrzehnte zu spät dafür. Hör zu, ich... Oh. Oh Gott, bitte nicht. Alles gut. Wollen wir jetzt nach Hallebit? Ja. Komm. Große Schlacht. The Great Battle. Das ist wirklich echt? Was alles dafür benötigt wurde? Die Handwerker? Die Baumeister? Ja. Ihre Arbeit steht noch. Aber sie sind weg. Ihr König hätte mit seinem Geld wohl besser sein Volk beschützen und nicht sein gutes Ziel abgeben sollen. Treppe nach unten gefunden. Oder das, was davon übrig ist. Irgendeine Idee, wie wir zur Krone kommen? Hast du den Helikopter dabei? Zu Hause vergessen. Mist. Dann klettern wir wohl. Hier drüben. Wir können rüberschwingen. Okay. Bereit? Du zuerst. Such einen Weg hoch.
mal hoch. Okay. So. Von daheim sind sie noch eindrucksvoller. Und wir kommen gleich näher. Verzeihung. Hier lang. Ist das auch sicher? Das fragst du mich immer wieder. Wir sparen viel Zeit, wenn du einfach annimmst, dass es das nicht ist. Oh, shit! Oh, oh, oh Mann. Es ist übrigens definitiv nicht sicher. Hab ich gesehen. Kommst du hier wieder hoch? Ja, geh weiter. Ich hol dich ein. Nimm einfach meine Hilfe an. Komm hoch! Nur weil du bitte gesagt hast. Hab mich aber gar nicht. Du meintest doch, Ganesha wäre der Entferner der Hindernisse. Er stellt dir aber liebend gern welche in den Weg, wenn er es für notwendig hält. Haben die Häuserler ihn deshalb für Halibut ausgewählt? Er wird auch der Wohltatenschenkende genannt. Man bittet ihn um Erfolg und Reichtum. Verstanden. Das ist cool. Ist wirklich der einzige Weg rüber? Ja. Ja. Na, macht Spaß da drüben? Na und ob. Ja. Drüber nach. Juhu. Du machst das ganz toll, Schätzchen. Danke. Mir wird es noch besser gehen, wenn wir auf der Krone sind. Ich bin überrascht, dass wir Assad noch nicht gesehen haben. Klopf auf Holz. Oh, er ist in der Nähe. Ich bezweifle, dass wir ihn hier oben treffen werden. Warum? Er hat nicht den Mumm, so weit hochzuklettern. Ich
glaube, ich habe einen Platz entdeckt, von dem wir uns zur Krone schwingen können. Nur noch ein bisschen weiter. Oh, bitte! Vielen Dank. Schnell, kletter hoch. Ich rutsche. Was sagst du? Beeindruckend. Schöne Aussicht. Also, wie kommen wir hier wieder runter? Okay, immer mit der Ruhe. Wirklich? Wann bist du das nächste Mal hier? Okay. Hier oben ist es stabiler. Beschrei es nicht. Das ist unser Weg rein, dank der persischen Armee. Wow, guter Schuss. Die Perser hatten wohl ein Trebuchet. Trebuchet? Kannst du nicht einfach Katapult sagen, wie jeder andere auch? Ein Trebuchet ist eine Form des Katapults. Es kann mit schweren Geschossen beladen werden wie dieses und sie weiter schleudern. Aha, das lernt man beim Militär? Hab's auf Wikipedia nachgelesen. Wie jeder andere auch. Zum Scheiße. Dir? Unglaublich. Unsere alten Freunde, Parashurama und Ganesha. Freunde? Aus, als ob sie kämpfen. Wenn die Hindu-Götter keine Dämonen bekämpfen, kämpfen sie manchmal gegeneinander. Das ist kein fairer Kampf. Ganesha kämpft mit bloßen Händen. Vielleicht einfach nicht sein Stil.
rausgehauen? Sieht ganz danach aus.